klar heute mit unserer Aktion. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung auf der einen Seite erfreulicherweise aus der Atomkraft aussteigt und auf der anderen Seite einsteigt in die Finanzierung von einem Atomkraftwerk in Brasilien, im brasilianischen Angra. Die Regierung hat beschlossen, hier eine Bürgschaft zu geben über 1,3 Milliarden Euro für den Areva-Konzern. Die endgültige Entscheidung aber steht noch aus und genau die wollen wir heute beeinflussen. Wir sagen, das Projekt erinnert fatal an Fukushima. Auch dort am Baustandort, direkt am Atlantik, droht ein Tsunami. Auch dort gibt es ein erhebliches Risiko für Millionen Metropolen, die außen rum liegen, Rio de Janeiro, São Paulo. Auch dort ist die Evakuierung der Bevölkerung völlig unklar. Es gibt nur eine Zufahrtsstraße. All das erinnert an Fukushima und all das unterstreicht, wir dürfen jetzt nicht hier mit Steuergeldern ein Risikoprojekt in Brasilien finanzieren. Und deswegen machen wir heute einen solidarischen Protest mit Brasilianern zusammen gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Comecei no movimento antinuclear quando eu tinha 14 anos de idade. Estou há 38 anos lutando contra usinas nucleares no Brasil. Seit fast 40 Jahren kämpft er gegen Atomanlagen in Brasilien. Ist also ein ganz alter Aktivist in diesem Bereich. Como vocês devem saber, dentro do acordo Brasil-Alemanha de cooperação nuclear, estavam previstos 8 reatores, 2 em Angra dos Reis, Angra 2 e Angra 3, e os outros 6 reatores estariam na minha cidade de origem, no estado de São Paulo. Angra 3 ist ein ganz altes Projekt. Ursprünglich gab es eine deutsch-brasilianische Atomkooperation, die ist 1975 verabschiedet worden und die sah die gemeinschaftliche Konstruktion von 8 Atomkraftwerken vor. Eins davon ist am Standort Angra dos Reis bei Rio de Janeiro bereits errichtet, Angra 2. Jetzt geht es um Angra 3. Die anderen 6 sollten in seiner Heimatstadt, in der Nähe seiner Heimatregion bei São Paulo errichtet werden. Nós conseguimos vencer os nossos 6 reatores no estado de São Paulo, mas ainda estamos lutando contra o segundo reator no Rio de Janeiro. Gott sei Dank sind die Pläne im Bundesstaat São Paulo, Atomkraftwerke zu bauen, begraben worden inzwischen, aber Angra 3, wie gesagt, das Projekt lebt weiter. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, para mim é uma honra estar participando dessa manifestação. A gente está muito agradecido, nós estamos muito agradecidos pelo que vocês estão fazendo aqui na Alemanha para barrar esse projeto sujo lá no Brasil. Ich bin sehr froh, ich bin sehr stolz, heute hier zu sein und an diesem Protest teilnehmen zu können und dass Sie alle uns unterstützen in unserem Kampf gegen dieses wirklich dreckige Geschäft. As usinas nucleares são só a ponta de um iceberg. Na verdade, a indústria nuclear no Brasil tem causado muitas vítimas da mineração, ao transporte, à produção de combustível e agora ao enriquecimento de urânio. Die Atomkraftwerke sind nur die Spitze des Eisbergs. Die ganze Atomindustrie in Brasilien ist eine einzige tickende Zeitbombe. Das geht von Uranabbau bis hin zu Brennelemente-Produktion. Alles ist eine sehr gefährliche Industrie.